Einen wunderschönen guten Tag zurück bei Medieval Dynasty. Oh, Vollpfosten. Wir haben zuletzt Fischerhaus gebaut. Ist ganz schön windig gerade. Ui. So. Was eine Geräuschkulisse, ist ja fürchterlich. Die Karotten sind gut. Die rote Beete ist gut. Zack. Ey, diese Geräuschkulisse ist ja richtig widerlich. Da, da, da. So, die Kubakische. Die Kubakische. Kubaherz, Kubahammer, so, Kubersichel wollte ich gesagt haben. Zack, mit der gehen wir jetzt mal hier. Was haben wir? Weizen. Es gab jetzt ein Halloween-Update. Ja, ich bin mal gespannt, ob sich das hier in irgendeiner Form auswirkt. Es wirkte auf mich, als gäbe es hier irgendwie eine irgendeine Horrorgans, die uns jetzt heimsuchen kann oder so. Keine Ahnung. Soll sie mal lassen. Besser ist das. So, das ist der Weizen. Und hier haben wir Hafer. Hafer ist schön. Den Hafer brauchen wir ja für unser Tierfutter. Den Hafer und das zusammen mit Roggen und ein bisschen Stroh. Stroh kriegen wir natürlich auch raus, wenn wir das Zeug hier dreschen. Das werden wir auch gleich machen. Jetzt ist jetzt schon wieder die Sichel kaputt. Weiß nicht, warum der den Boden streichelt, aber na gut. Ist natürlich das Inventar sackenvoll. Wenn ich jetzt noch Kupfer hier einsammle, dann bricht mir alles zusammen, nehme ich an. Okay, so viel ist es nicht. Schade. Da ist noch Leder drin. Warum war da eigentlich noch Leder drin? Leder, 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 Leder. Hab ich wahrscheinlich ausgesehen. Reflexmäßig hier eingelagert. Oh, die Holzschalen, die Leute fressen natürlich. Ist auch nur eins. Ist nur eins. Ach, unsere wunderschöne Produktionsstätte. Leider. Ja, was soll ich euch sagen? Es ist schon wieder ein Monat rum. Es ist der Wahnsinn, wie hier die Zeit vergeht. Kommst nicht näher. Holzstamm. Wir brauchen Holzstamm, dann holen wir uns einen Holzstamm. Es ist einiges passiert. Philosophie ja gern, oder was heißt Philosophie? Ja, doch, auch, es ist auch so ein bisschen was von Philosophieren über das, was so passiert ist im Monat. Viele Sachen, über die ich im Laufe der Zeit so gar nicht geredet habe, über die man jetzt noch mal kurz nachdenken kann.
Ende September, das war dann gerade noch so Ende September, da hatte ich aber meinen September-Monatsbericht, wenn man so will, hier schon rausgehauen und dann ist das, hatte ich nicht mit gerechnet, dass in den letzten 3 Tagen noch was passiert. Gleich das Problem haben wir im Grunde genommen jetzt für mich ist, hier geht schon wieder in den Schweinestall. Jetzt, was habe ich für einen Tag? 29. Da kann natürlich jetzt 2 Tage lang noch was passieren. Das kommt dann halt auch wieder mit in den nächsten Monat. Also, ja. Maggie Smith ist gestorben, die Mutteroberin von Sister Act. Oder man kennt sie natürlich auch als Professor McGonagall aus Harry Potter. Eine feine Dame. Das sagen zumindest alle, die je mit ihr gearbeitet haben. Ansonsten, wenn jemand Finanzsorgen hat und irgendwie raus aus den Schulden muss, dann haben wir jetzt ein Problem, weil Peter Zwegert ist auch tot. Der bringt auch keinen mehr aus den Schulden raus. Ja. So. Israel hat angefangen, massiv gegen die Hezbollah vorzugehen, nachdem die Hamas schon so ein bisschen zurückgeschlagen hatten, haben die jetzt auch beschlossen, der Hezbollah mal ordentlich auf die Schnauze zu geben. Und oder wie habe ich noch irgendwelche? Ach so, Karotten sammeln. 2 Stück. Ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, ganz witzige Aktion. Ich weiß nicht, ob witzig da das richtige Wort ist, aber der israelische Geheimdienst hat es halt geschafft, Pager schon in der Produktion zu manipulieren und hat mithilfe dieser Pager mehrere wichtige Hezbollah-Männer, naja, in die Luft gejagt, ist vielleicht zu viel gesagt, weil so viel Explosionskraft hatte so ein Pager da nicht, aber es hat schon Verletzte gegeben. Und sie haben sehr, sehr viel wichtige Männer der Hezbollah damit eliminiert. Daraufhin hat natürlich auch der Iran, weil er ja mal wieder handeln muss, um Gesicht zu zeigen oder wie auch immer, mal wieder Raketen. Boah, richtig viel Haferkorn, leck mich auch morsch. Auf. Israel geschossen. Da hat aber auch der Iron Dome durchaus relevant viel abgehalten. Oh, hier mal rein. Und ja. Dann gab es Diskussionen wieder im Libanon, weil... Ach, das habe ich noch gar nicht freigeschaltet. Weizenkorn. Ach, das kostet aber fast nichts. Weil die israelische Armee aus Versehen ein paar Blauhelme im Libanon erwischt hat. Da kann man sich jetzt drüber streiten. Auf der einen Seite ist das natürlich nicht gut und ist es natürlich vielleicht auch von einem Netanyahu ein bisschen frech zu sagen, ja, wir haben gesagt, die sollen weggehen. Wenn die nicht weggehen, haben sie Pech gehabt. Andersrum ist Israel natürlich wirklich ein Staat, der immer vorwarnt und immer sagt, Leute, wir greifen an, verzieht euch. Und wenn die einfach stur da stehen bleiben und sagen, nein, hier darf jetzt kein Krieg geführt werden, die armen, armen Menschen, dann sagt Israel nochmal, Leute, ihr schützt hier gerade Hezbollah, geht ihr bitte aus den Füßen. Und dann gehen die immer noch nicht aus den Füßen und irgendwann sagen die, ja, okay, dann tut mir leid. Also, ach, jetzt brauche ich 120. Wenn ihr meint, ihr müsstet Hezbollah schützen, dann ja,
gut. Das ist natürlich, Blauhelme abzuschießen, ist unter Umständen, ja, ist schwierig, sorgt natürlich für internationale Unzufriedenheit, sollte man nicht machen. Aber, ja. Die Zwiebeln fehlen noch. Aber an dem ganzen Hin und Her auf skurrile Weise fast schon witzig. So, ich habe alles zusammen für den Herrn da oben. Ich würde ihm das auch gerne mal jetzt alles vorbeibringen. Hey, wieso habe ich 16 Bretter einstecken? Das ist ja unnütz. Das ist ja richtig unnütz. Ah, die habe ich wahrscheinlich irgendwo wieder gefunden und schleppt. Weil ich mir irgendwelche Sachen finde und dann ewig mit mir rumschleppe. Ja, so wie diese zwei Weizenkorn. Warum schleppe ich jetzt zwei Weizenkorn mit mir rum? Ach, das ist nicht nützlich. Die tue ich jetzt mal hier hin, auch wenn sie hier eigentlich nicht hingehören. Das ist mir auch egal. Das ist mir auch egal. So. Ja. Haben sie sich aber entschuldigt, war dann alles gut. Dafür haben sie dann den Hamas-Chef erledigt. Den haben sie dann auch mal erwischt. Das hat denen natürlich gar nicht gefallen. Das ist ja klar. Hast aber dann Pech. Ähnliches Problem war ja auch, also die haben ja auch den Hezbollah-Chef erwischt bei ihrer Pager-Aktion und Kram. Und seitdem sind die auch ein bisschen unkoordiniert und führungslos und ich komme nochmal vorbei. Und die schaffen es auch immer wieder, wenn Hezbollah einen neuen Chef, obla, Entschuldigung, was mach ich denn mit meiner Kamera heute, einen neuen Menschen zum Chef erklärt, dann wird er auch wieder eliminiert. Also im Moment, es will bei denen, glaube ich, bald keiner mehr die Führung übernehmen, weil das, ja, die Führung der Hezbollah zu übernehmen, ist mittlerweile schon fast Selbstmord. Das sind sehr viele. Ich möchte nicht, dass das so viele sind. Ah, 5 Stück. Ach du Schande. Schande. Das sind 5 Banditen. Sollte das Update mit Banditen und Kram nicht erst noch kommen? Oder gehören die etwa auch zu Hamas oder zu Hezbollah und sind jetzt sauer? Kommen wieder zu zweit. Okay. Also langsam machen, den anderen abhauen lassen. Holzbolzen von mir im Arsch.
Ein paar Zwiebeln. Drei Bäuerspäre, gut. So. Gib mir mal meine Speere wieder, Kumpel. Danke. Okay, die Armbrust ist kaputt. Ah, ne, Speer habe ich schon wieder, okay. Okay, Speer habe ich schon wieder. So, drei haben wir erwischt. Guck mal, hier liegen deine Kumpels rum. Was? Also aufpassen mal, Wildschweine. So, damit müsste ich alle haben. Dreckige Dreckbacken. Da kam der. Hat auch wieder direkt am Weg gekämpft, die Schweine. Aber ein großes Lager. Leider haben die immer nur Scheißdreck. Ja, scheiße, da hinten sind Wölfe. Auch noch. Stiefel können wir verkaufen. Dafür, dass das so ein fettes Lager ist für 5 Personen, haben die echt wenig Stuff gehabt hier. Billigen. So, weiter geht's. Frechheit. Schon eine bisschen Frechheit, die, was die da drüber haben. So. Lass mal kurz mit dem Sambor schwätzen. Danach machen wir hier mit der Thematik weiter. Wo ist er denn? Samboy? Ist doch in dem Haus dran, oder was? Ach, da, du bist am Putze.
Ja, ist ein dämliches Essen. Die Zwiebeln sind ein bisschen vergammelt, aber... Stell meine Geduld nicht auf die Probe, Sambor. Wo ist sie? Hey, wag es nicht so mit... Wo? Onika. Danke. Geh nach Onika und finde Kestrel. Ein andermal. Jetzt gehen wir erstmal wieder warm. Ja, halt, wir haben ja noch ein bisschen Feldarbeit zu erledigen und so. So, zurück zum Thema. Ach ja. Skandaltheater in Stuttgart. Auch ein spannendes Thema. Ich persönlich bin bei sowas ja auch immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Da kann mir auch kommen, wer will, mit, ja, das ist Kunst. Ich denke mir so, ja, gut, ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, nicht wahr? Aber wirklich alles gnadenlos immer als Kunst verkaufen können, dürfen, sollte, weiß ich nicht. Also in diesem Theaterstück, übrigens von einer Frau, wie sagt man, inszeniert, also regiert, regisiert, was auch immer. Gab es wohl sehr viele sexuelle Handlungen, teilweise wurde mit echtem Blut und echten Verletzungen gearbeitet. Wo ich mir immer wieder denke, muss als Darsteller ja auch, weiß ich, ob du völlig schmerzfrei sein musst oder auch schon so ein bisschen Mischhugge. Ja. Auf jeden Fall sind da wohl auch mehrere Leute aus dem Theater mit Übelkeit und brauchten dann ärztliche Behandlung. Und dann denke ich mir so, weiß ich nicht, dass so richtig ist, ob man da so arbeiten sollte. Wenn irgendjemand mal irgendwann Schimmel haben sollte, dann nochmal ins Gift. Da kriegt man ja wahnsinnig viel. Met gilt als Nahrung. Okay. Sind das hier meine Pelzstiefel? Oder irgendwelche Pelzstiefel? Irgendwelche Pelzstiefel, weil meine sind hier drin. Ist ja schick. Können wir diese ja in der Tat, die Pelzstiefel und die normalen Stiefel, einfach verkaufen. Das ist ja schön. Ja. Brennholz. Bierflasche. Die Eisenachse ist mir. Das esse ich gleich. Eine Steinachse. Holzstämme, genau. Metflasche. Fast 1200 Münzen. Und langsam die Pelzstiefel werde ich verkaufen. Oh, die bringen richtig Kohles. Nice. Die Steinäxte können hier rein. Ich habe eine Eisenaxt. Die Stiefel und die Pelzstiefel verkaufe ich. Sehr schön. So, ich glaube, jetzt lassen wir einfach mal die Sonne untergehen, ganz entspannt, und machen da mal hier weiter.
bringen wir den Oktober gerade noch zu Ende. Trump hatte, also Donald Trump hatte eine unglaublich schöne Wahlveranstaltung, so nenne ich es mal. Nur hat er irgendwann keine Lust mehr gehabt, irgendwelche Sachen zu erzählen und hat dann einfach angefangen, permanent irgendwelche Lieder abzuspielen, zu denen er getanzt und gesungen hat. Es war in gewisser Weise fast schon ein bisschen goldig irgendwie so anzusehen. Was der... Ja. Dass der da so... Er hat auf jeden Fall ganz offensichtlich so richtig, richtig Spaß gehabt. Ob das jetzt hilfreich war, weiß man nicht, aber andersrum ist es halt auch. Holzschuppen hat kein Werkzeug, er schon gerade extra eingelagert, also alles gut. Ich kann trotzdem noch mal ein paar machen. Life is a constant process of dying. Das ist korrekt. Es ist ein bisschen frustrierend, wenn man das so sagt, aber es ist so. Ja. Also mit einer kindlichen Freude hat er da. Dann lasse ich dich doch erst noch mal ein bisschen mit Steinäxten. Und ich kann dich erst noch mal eine Weile mit Steinäxten machen lassen. 10 Stock, 2 Stein. Aber ja, genug. 10 Stock, 2 Stein. 10 Stock, 2 Stein. 10 Stock. Bei Stein. So. Ja, der Sänger von One Direction ist gestorben. Namen habe ich jetzt vergessen. Tut mir One Direction war auch, war jetzt nie so eine Band, womit ich mich sonderlich identifizieren kann. Deswegen bin ich da nicht so drin, aber dass der Sänger gestorben ist, habe ich zumindest mitgekriegt. Ja. Aura ist das neue Jugendwort. Auch das empfinde ich als äußerst unspektakulär, muss ich gestehen. Aber gut. Ja, es gab tatsächlich Hochwasser in der Sahara. Da hat es ordentlich geregnet, dass jetzt zeitweise in der Sahara an manchen Stellen ist, angefangen hat, wieder zu grünen und zu blühen. Das soll man mal sagen, die unfruchtbare Wüste, sobald die mal ein bisschen Regen abbekommt, geht da auf einmal das Pflanzenwachstum ab. Also Potenzial ist gegeben. Es fehlt halt nur eben ein bisschen an Wasser. So. Trump hat seine Werbekampagne fortgeführt, indem er Essen ausgegeben hat bei McDonald's, auch mit großer kindlicher Freude. Kurz danach gab es in mehreren amerikanischen McDonald's-Filialen Fälle von Kolibakterien. Das wird natürlich gerne in Zusammenhang gebracht. Finde ich auch gut. Schatzi, wollen wir schlafen? Leg dein Kind hin. Ja, gut, ne? Nice. Lass kuscheln. Ja. Und jetzt schließlich hat Israel auch nochmal den Iran angegriffen, beziehungsweise nicht den Iran angegriffen explizit, sondern das iranische Mullah-Regime. Das muss man immer hinzufügen. Israel hat keinen Krieg mit dem Iran. Israel hat auch keinen Krieg mit dem Libanon. Israel hat Krieg mit dem Mullah-Regime im Iran und mit der Hisbollah. Die haben jetzt auch zuletzt Pläne geleakt von einem Hisbollah-Bunker in Beirut, der unter einem Krankenhaus gebaut ist. Und noch ganz klar gesagt, wir greifen keine Zivilisten an, wir haben keinen Krieg mit dem Libanon und mit den Libanesen, sondern nur mit der Hisbollah. Aber hier, da unten sind die Mögen, mehrere Milliarden Dollar umgerechnet in Goldbarren und hast du nicht gesehen. Holt's euch. So, aber wir greifen euch nicht an. Wollen wir nicht, wir wollen keine
Zivilisten töten. Aber wenn ihr wahnsinnig viel Kohle haben wollt, da ist sie zu holen. So. Ja. Also nach und nach geht Israel jetzt langsam massiv gegen alle einzelnen Terroreinheiten vor und auch gegen das iranische Mullah-Regime, was hinter allem dahinter steckt. Während Putin sich mit Nordkorea verbündet, weshalb sich Südkorea mit der Ukraine verbündet und ja, schön. Und daraufhin hat natürlich auch Nordkorea alle möglichen Verbindungen, Eisenbahnlinien, Straßen oder so nach Südkorea gesprengt. Also überall ist es gerade so ein bisschen am Grieseln. Aber ja, der Spaß ist halt, Israel kommt mittlerweile so wahnsinnig gut voran gegen die ganzen einzelnen Terroreinheiten, dass sie sich im Zweifelsfall auch noch an die Seite von ja, der Ukraine stellen können. Zusammen mit Südkorea. Und dann wäre das ganz, wird es anders wild. So. Mal schauen. Jetzt ist November. Da werden weitere Geschichten passieren. Wir werden es erleben. Für heute ist jetzt mal gut. Folge ist lang genug. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Und bis übermorgen. Winke, winke.